Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Silent Hill 3. So, meine Lieben, ja, falls meine Stimme heute ein wenig versagt, tut's mir leid, denn irgendwie, weiß ich nicht, ich habe so das Gefühl, ich werde so ein bisschen heiser und ich weiß nicht wieso. Vielleicht habe ich mir was eingefangen oder so, ich weiß es nicht. Also, ja, falls meine Stimme irgendwie zwischendurch versagen sollte oder so, dann tut es mir leid. Was haben wir denn hier? Wo sind wir denn hier jetzt eigentlich? Es ist eine Schneewittchenpuppe. Eine Aschenputtelpuppe. Hey, willst du den Schuh haben? Ich hatte doch einen Schuh. Willst du den haben? Hier. Okay, da ist ja sogar ein Kästchen. Ich habe Aschenputtel den roten Schuh angezogen. Hast du da auch irgendwas? Oder willst du vielleicht einfach nur diese Maske haben? Ah, ich habe den Puppenkopf auf Schneewittchens Hand gelegt. Warum auch immer. Warum auch immer ein Puppenkopf? Da liegen Fotos auf dem Boden. Was ist das? Ah, okay. Das sind die Schatten von den beiden. Sind das Fotos von diesen Puppen? Aschenputtel links und Schneewittchen rechts, aber irgendwas stimmt nicht. Ja, das habe ich ja jetzt schon gemacht. Ich bin clever. Clever. Okay, die ist zu. Moment, ist hier noch was? Sie guckt hier noch so hin. Ach nee, sie guckt nur auf die Puppen. Es ist eine Schneewittchenpuppe. Okay. Okay, die Tür war direkt offen. Das ist gut. Oder nicht? Doch, es ist super. Ach nee, das ist ein großes Vieh. Ah, ich brauche meine Schrotflinte. So. Nochmal ein paar Mal drauftreten. Ja, toll. Von wegen. So viel zum Thema drauftreten. Ist hier noch was? Oh Mann. Ja, was haben wir denn hier? Dahlia hat es gesagt. Sagte, dieses Mädchen sei eine Dämonin, dass sie meine Tochter als ein Opfer nahm. Aber es ist nicht rundweg glaubhaft. Ich meine, der Schein kann trügen. Als ich das Foto im Krankenhauskeller sah, dachte ich, das Mädchen sieht aus wie Cheryl. Habe ich deshalb solche Gefühle? Hier stimmt jedenfalls etwas nicht. Dabei kommt nichts Gutes raus. Aber ich kann sie mir einfach nicht als eine Dämonin vorstellen. Bilde ich mir das nur ein oder tut sie mir tatsächlich leid? Warum kommt es mir so vor, als würde sie jemanden suchen, der ihr hilft? Für mich ist nur Cheryl wichtig. Alles andere kann warten, bis ich sie zurückbekomme. Am Ende ist ein Datum und eine Unterschrift. Das Datum ist vor etwa 17 Jahren und die Unterschrift lautet Harry. Papa? Oh. Okay. Es ist eine Eisdiele. Ich glaube, im ersten Teil hat man ja, glaube ich, wirklich immer an solchen Notizblöcken abgespeichert, oder? Ich glaube ja, ich glaube, das war so, dass man im ersten Teil immer an solchen Notizblöcken abgespeichert hat. Ah, hier müssen wir durch, alles klar. Ah, hier liegt ein Erste-Hilfe-Kasten. Perfekt. Ich habe gar keine Ahnung mehr, wo ich hier rumrenne, aber scheint jetzt anscheinend auch nicht so schlimm zu sein. Oh, ein Karussell. Könnte das Karussell sein? Wir gehen natürlich rauf. Wir wollen Karussell fahren. Na, das sieht doch ganz nett aus. Wie diese Pferde an Haken aufgehängt sind. Ist das das einzige Pferd, das sich nicht bewegt, weil ihm in den Kopf gestochen wurde?
Eine Notiz wurde mit einem großen Nagel an das Pferd geheftet. Wenn 13 Umdrehungen sich viermal drehen, wird ihr Fluch dich töten. Willst du entkommen, gibt es nur einen Ausweg. Um zu töten, bevor du getötet wirst, du wirst durch den 12. Tod gerettet. Hä? Ah, ich glaube, ich musste die Pferde jetzt erschießen oder so, ne? Ah, ich glaube, so war das irgendwie, dass bevor wir sterben, also wenn sich das Karussell halt ganz oft dreht, glaube ich, dann werden wir sterben. Und damit das nicht passiert, muss ich die, glaube ich, alle töten. Okay. Okay, ich glaube, das ist auch. Okay. Das ist auch. Sie hat jetzt gerade noch irgendwas zu dem Pferd anscheinend gesagt, aber... Ja, ist ja gut. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viele Umdrehungen wir jetzt schon haben. Ich hoffe einfach mal, wir überleben das noch. Oh je. Es dreht sich nämlich auch ziemlich schnell, ne? Okay. Und weiter. Ja, schlag nicht immer so lange da drauf. Sehr gut. So, noch zwei Pferde. Dann haben wir's. Und das letzte. So, das müsste das letzte gewesen sein. Alle stehen still, oder? Guck mal lieber nochmal nach. Aber ja, das war's. Ne, jetzt drehen sie sich ja wieder alle. Hä? Oh, das ist unser Ich. Also unser anderes Ich sozusagen. Ich glaube, die kriegt direkt mal hier die Schrotflinte ins Gesicht. Ah, na, bist du tot? Ich glaube, sie ist tot. Oh nee, vielleicht doch nicht. Oh, jetzt hat sie auch eine Waffe. Das ist aber nicht nett. Okay, das heißt, jetzt taucht sie wieder auf. Wahrscheinlich auch mit einer Schrotflinte, ne? Kann das sein? Oh. Oder mit einer Eisenstange. Alles klar. Okay, vielleicht kommt sie jetzt mit einer Schrotflinte. Ich sollte auf jeden Fall nochmal nachladen. Hast du denn jetzt Feines? Oh, sie hat jetzt die Maschinenpistole. Wow. Ach,
Mann, dreh dich doch mal. Genau, immer zwischen die Beine treten. Okay, ich glaube, jetzt haben wir sie. Und zwar richtig. Sehr gut. Hier steht was. Es wäre besser für mich zu sterben. Man braucht ja keine Angst davor zu haben. Dieses Kind, dieser Dämon, wenn ich an den endlosen Schmerz denke, bei seiner Geburt, statt des Leidens und der Grausamkeit, die ich in diesem Krankenzimmer ertragen musste, will ich mir einen sanfteren und friedvolleren Tod gewähren. Warum sträube ich mich? Ich habe mich nie für einen solchen Narren gehalten. Alessa, es ist schon seltsam für mich, dich so zu nennen, denn du bist ich. Aber weißt du was? Du und ich denken unterschiedlich. Und nicht, dass ich mich nicht an dich, an das Krankenzimmer erinnere. Okay. Okay. Oh nein, wo sind wir denn jetzt? Das ist ja ganz falsch hier. Ich wollte doch nur zur Kirche, Mensch. Bin ich denn jetzt schon wieder? Das sieht gut aus. Befleckt vom Bösen dieser Welt halten wir unser Leid in uns. Nur du kannst unsere Wunden heilen. Morgens, nachmittags, abends und nachts rufen wir deinen Namen und beten für den Tag des wundersamen Abstiegs. Aha. Tun wir das. Was? Ich gebe dir uneingeschränkt meinen Körper und meine ewige Seele. Welche Dunkelheit mich auch befallen mag, ich werde sie mit dir an meiner Seite ertragen. Aha. Als Beweis deiner wundersamen Stärke führe unsere gehorsamen und willigen Seelen auf den Weg ins Paradies, o Herr. Wir werden den Mächten der Versuchung nicht nachgeben, solange du in unseren Herzen bist. O Herr, rette uns mit deinem Erbarmen. O Herr, überschütte uns mit deinem Segen. O Herr, begünstige uns mit deiner Fülle. O Herr, erlöse uns von dem Bösen in Ewigkeit und so weiter. Amen. Eieieiei. Da steht etwas auf der Tür. Die Tür ist das Tor, das zum Weg ins Paradies führt. Umschließe den Busen der heiligen Mutter, bekenne deine Sünden und empfange Vergebung. Der ewige Frieden kann dir gehören. Genau, ewiger Frieden, Busen der Mutter, schon klar. How did you get here? It was Vincent, wasn't it? He led you here. When will he cease his meddling? But it's just as well. Luring you here also serves my purposes. Checkmate. Not yet. The time is not yet at hand. The time when all will be forgiven their sins. When the paradise we have long dreamed for will arrive. After the judgment and atonement, an eternity of bliss. Oh, Alessa, the world you wanted is nearly here. That's not what I want. Not you. Alessa, your true self. But I am Alessa. My little Claudia, my dear sweet sister. Alessa? Is it you? Oh, how I've missed you!
I don't need another world. It's fine the way it is. But you said it yourself. The world must first be cleansed with fire. But that's not what I want now. Alessa, don't you want happiness? Have you become blind to all the hopeless suffering in the world? We all need God's salvation. Listen, suffering is a fact of life. Either you learn to deal with that, or you go under. You can stay in your own little dream world, but you can't keep hurting people. Besides, I'll never forgive you for hurting my father. I wish only for the salvation of mankind. But for that to happen, the world must first be remade. And for that, we need God. You self-righteous witch! No one asked you to help! God is growing within you. You despise me, don't you? You're damn right I do! That's good. Also jetzt wird's so langsam ein bisschen verrückt, oder? Da meine ich das nur. So, wir schauen uns hier mal einmal um, ob hier irgendwas liegt. Ich habe schon gesehen, vorne am Altar kann man speichern. Was haben wir denn hier? Drittens, Heil. Gott schuf die Zeit und teilte sie in Tag und Nacht. Gott umriss den Weg zum Heil und gab den Menschen Glück. Und Gott nahm die endlose Zeit von den Menschen. Aha. Zweitens, Geburt. Ein Mann brachte der Sonne eine Schlange dar und betete um Heil. Eine Frau brachte der Sonne ein Schilfrohr dar und bat um Glück. Voller Mitleid für die Traurigkeit, die die Welt überkommen hatte, wurde Gott von diesen beiden Menschen geboren. Aha. Ursprung. Am Anfang hatten die Menschen nichts, ihre Körper schmerzten und sie hatten nichts als Hass in ihren Herzen. Sie kämpften ohne Unterlass, aber der Tod ereilte sie nie. Sie verzweifelten, gefangen in dem ewigen Morast. Ja, wer kommt denn auf so einen Blödsinn? Vor allem, wer glaubt denn so einen Blödsinn? Das ist ja Blödsinn, alles Blödsinn hier. Da liegt nichts, hier haben wir noch mehr Bilder. Vier, Schöpfung. Gott erschuf Wesen, um die Menschen in Ergebenheit zu ihr zu führen. Der rote Gott, Xuchilbara, der gelbe Gott, Lobsel, Vid, viele Götter und Engel. Schließlich ging Gott daran, das Paradies zu erschaffen, in dem die Menschen glücklich sein würden. Fünftens, Versprechen. Aber da verließen Gott ihre Kräfte und sie brach zusammen. Alle Völker der Welt betrauerten dieses Unglück, doch Gott tat ihren letzten Atemzug. Sie wurde wieder zu Staub, doch versprach zurückzukehren. Sechs, Glaube. Gott ist also nicht verloren. Wir müssen unsere Gebete darbringen und dürfen unseren Glauben nicht vergessen. Wir warten und hoffen auf den Tag, an dem der Weg ins Paradies geöffnet wird. Ja, ja, schön, schön. Wenn sie nicht gestorben sind, dann warten sie noch heute. Ich habe die Tarotkarte Auge der Nacht. Irgendwie kommt mir dieses farbige Glasfenster bekannt vor. Es zeigt Gott und den Mann und die Frau, die sie gebar. In dieser Kapelle bin ich als kleines Mädchen immer gekommen. Ich kam, um zu beten und bat um Antwort auf meine Gebete. Aber es war nicht wirklich ich. Es war Alessa, als sie ein kleines Mädchen war. Wie auch immer. Keines meiner Gebete wurde je beantwortet. Okay, so, hier können wir nochmal speichern.
Und dann würde ich auch sagen, mache ich doch an dieser Stelle am besten mal wieder einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann natürlich in einem neuen Part wieder, durchsuchen dann die Kirche. Bis dahin, tschüssi!